Ellen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Start ins neue Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich ein paar Bücher vorstellen möchte jetzt innerhalb der nächsten Videos, die ich im letzten Jahr gelesen habe und die mir irgendwie weitergeholfen haben. Und eins davon ist dieses kleine Buch hier. Sorry, dass das Cover so ein bisschen schmutzig ist, weil ich habe das als Mausunterlage jetzt genutzt. Aber das ist so eine kleine Serie, die heißt Du, und die habe ich gefunden in so einem kleinen Magazinshop in Bangkok, in dem wir waren. Und ich habe zwei Bücher von der Serie gekauft und das hier hat mir ganz gut gefallen. Ist jetzt nicht so tiefgehend oder so. Das heißt Calm Your Mind, Find Focus und Get Stuff Done. Aber der Titel hat mich irgendwie angesprochen, weil es mir doch auch super oft so geht, dass ich unfokussiert arbeite und manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche dann doppelt so lang, als ich eigentlich müsste für das, was ich zu tun habe. Und in dem Buch sind einfach ein paar ziemlich praktische Tipps drin und es hat auch ein bisschen Connection zu Yoga und Meditation, was ich ja auch dieses beziehungsweise letztes Jahr angefangen habe, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und ich habe ein paar Bücher zum Thema Meditation gelesen und super viel Yoga gemacht, zumindest mehr als je zuvor. Also ich habe eigentlich letztes Jahr erst richtig angefangen mit Yoga und es hat mir so geholfen, ruhiger zu sein und immer wieder anwesend im Moment zu sein. Wenn man zum Beispiel, es geht ja eigentlich beim Yoga darum, dass man im Moment anwesend ist oder bei Meditation und seine Gedanken quasi sich nicht davontragen lässt von seinen Gedanken. Aber genauso ist es ja im Internet, dass man da auch verloren gehen kann und sich und dann quasi lost ist und dann von einem Social-Media-Kanal zum anderen hüpft und einfach dann eine Viertelstunde später irgendwie denkt, ups, ich wollte doch eigentlich was ganz anderes machen. Und ich denke, das geht vielen so und mir auch. Und in dem Buch waren einfach ein paar total schöne Tipps drin und die habe ich mir auch zu Gemüte geführt. Ich habe zum Beispiel angefangen, so einen kleinen Time-Tracker zu nutzen und nach dieser Buchempfehlung, und zwar heißt es Tomato One, das ist so eine kleine App, die gerade wenn man nicht so fokussiert ist oder Probleme hat, sich zu konzentrieren an einer Arbeit, wirklich dran zu bleiben, teilt die einem die Zeit in 25 Minuten Abschnitte und alle 25 Minuten gibt es eine 5 Minuten Pause und so kann man sich entlanghangeln und 25 Minuten schafft man eigentlich super konzentriert zu arbeiten. Und dann kann man eine kleine Pause machen und danach wieder 25 Minuten und so wird man nicht komplett die ganze Zeit unterbrochen, sondern kann wirklich in 25 Minuten Abschnitten konzentriert arbeiten und das hilft mir total. Und ja, Trello liebe ich auch sehr, um meine Sachen zu organisieren. Was wir zusätzlich noch nutzen, das sind eigentlich wirklich nur ein paar einfache Tools, also Trello dann für alles, was wir so im täglichen Gebrauch irgendwie kommunizieren, Slack, und dann für die größeren Sachen, die irgendwie auf dem Schirm sind an To-Dos, nutzen wir noch, also der Manuel und ich zusammen, den Mac-Kalender. Du kannst auch einen Google-Kalender nutzen, einfach um einen Überblick zu haben, was wir in einem Monat machen wollen und was da ansteht. Und das sind eigentlich die einzigen Tools, die wir nutzen. Und ich denke, es ist auch hilfreich, es nicht zu kompliziert zu machen. Das sind auch einige Tipps in dem Buch. Einfach keep it simple und dass man nicht den Überblick verliert oder sich nur noch mit der Dokumentation von seiner Zeiteinteilung und von seinen To-Dos auseinandersetzt. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch nicht übertreibt und einen gewissen Minimalismus beibehält. Aber dass man einfach, ich denke, der allerwichtigste Tipp und was ich von dem Buch mitgenommen habe, ist wirklich, dass man sich auf den Fokus konzentriert und auf die Anwesenheit, dass man wirklich nur arbeitet, wenn man wirklich auch anwesend ist und nicht so die Zeit davon plätschern lässt. Da ist man besser, glaube ich, aufgehoben, wenn man eine kleine Pause macht, was man ja gerade, wenn man selbstständig ist oder im Homeoffice arbeitet, super machen kann. Ich denke, auch in Büros ist es immer mehr und mehr so, dass die Chefs eigentlich dafür Verständnis haben sollten, dass man ein bisschen seinen eigenen Rhythmus finden muss beim Arbeiten und nicht wie so eine Maschine 8 Stunden durcharbeiten kann. Ich denke, das Verständnis und das Wissen darüber kommt auch mehr und mehr, dringt es mehr durch, oder wenn nicht, dann sag mir Bescheid und sag mir, wie deine Erfahrungen dazu sind. Aber ich empfinde es auf jeden Fall so, dass mir das sehr, sehr weiterhilft, wenn ich Pausen mache und wenn ich dann, wenn ich arbeite, wirklich konzentriert arbeite und fokussiert und
Ja, im Buch sind auch noch ein paar so Atemübungen zum Beispiel vorhanden oder Yoga-Übungen kann man auch machen. Für Atemübungen gibt es eine ganz coole App, die heißt Calm, die nutze ich. Da ist so ein ganz kleiner Breathe-In, Breathe-Out Feature dabei, also dass man einfach nur kurz 1-2 Minuten einfach sich auf seinen Atem konzentriert. Das hört sich im ersten Moment vielleicht komisch an, aber es ist wirklich hilfreich, weil das ist ja wie so eine innere Uhr. Wenn man ein- und ausatmet, kann man sich wirklich einfach sehr schön konzentrieren darauf. Das ist so einfach und anwesend die ganze Zeit in jedem von uns. Und ja, das hilft mir einfach sehr, wirklich zurückzukommen und den ganzen dieses ganze Neues um mich herum abzuschalten und einfach wirklich mich auf mich zu konzentrieren und auf meine Anwesenheit. Und dann kann ich auch wieder bei der Arbeit konzentrierter arbeiten und einfach die Arbeit viel, viel schneller und konzentrierter hinbekommen, ohne dass ich dann fix und fertig bin nach 2-3 Stunden online und dann merke, ups, ich habe eigentlich überhaupt nicht das geschafft, was ich machen wollte, aber ich habe irgendwie die neuesten Instagram-Fotos angeschaut oder sonst irgendwelche Sachen. Ich würde mich interessieren, von dir zu hören, wie du darüber denkst und was du für Tools nutzt, Online-Tools, um fokussiert bei der Arbeit zu sein oder ob du vielleicht noch Buchempfehlungen hast. Schreib mir doch einfach in einem Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Ciao, bis morgen und nochmal Happy New Year. Tschüss!